Der Winter hatte einen Großteil von Deutschland an diesem Wochenende noch einmal fest im Griff und zwang so viele Spiele zur Absage. Nicht aber das Spitzenspiel der B-Union Regionalliga Nordost. Tennis Borussia Berlin empfing auf einem verschneiten Platz die zweite Mannschaft von RB Leipzig. Es ist das Duell zwischen dem ersten und dem zweiten in der Tabelle. Nur ein Punkt trennt beide Mannschaften. Tennis Borussia zuletzt mit 3 Siegen in Folge vor der Winterpause wollte natürlich auch den Jahresauftakt erfolgreich gestalten. Doch auf diesem Untergrund ist ein Spiel schwierig aufzuziehen. Nicht immer sind da fußballerische Qualitäten entscheidend. Balde nimmt sich für Leipzig den ersten Abschluss. Doch kein Problem für Zaug im TB-Kasten. Wie angesprochen, das Spielgerät könnte unberechenbar für die Akteure werden. Hiort erläuft sich hier einen langen Ball. Schwierigkeiten für Eisfeld im Tor. Und Beresch mit der Abstauberchance verfehlt den leeren Kasten hier knapp. Dann allerdings kam Tennis Borussia immer besser mit den Bedingungen klar. Sentürk setzt sich hier super durch im Strafraum und hat die Übersicht für Hiort. Und der Ball ist im Tor. 1:0 für den Gastgeber durch Liam Hiort in der 25. Minute. Wie gesagt, kam TB mittlerweile besser mit den Bedingungen klar und somit auch eine verdiente Führung für den aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga Nordost, der B-Union. Wenn ihr weiterhin solche Spielzusammenfassungen sehen wollt aus dem Amateurfußball von ganz Deutschland, lasst einfach ein Abonnement bei KickTV da. Wir springen in den zweiten Durchgang. Ein langer Freistoß vorne rein in den RB-Strafraum. Den macht ein RB-Verteidiger sogar nochmal scharf. Hiort, Eisfeld mit Problemen und Beresch wird gerade so noch vor dem Einschlag geblockt. Immer wieder Tennis Borussia, die das Spiel an sich rissen. Sentürk hat das Auge für Muhaidine. Der wird hier elfmeterwürdig gefoult, doch Beresch nimmt den Vorteil mit und trifft zum 2:0. 47. Tennis Borussia geht auf die Siegerstraße. Jevgeny Beresch pfeift auf den möglichen Strafstoß, macht den Treffer selbst ins lange Eck hinein zum 2:0. Dann Eisfeld kann die Ecke hier nicht wirklich klären und dann ist es Celik, der den Ball über die Linie drückt. 50. Minute, Doppelschlag nach der Pause. RB scheint geschlagen. Eisfeld hier mit Problemen gegen Beresch. Celik ist es dann, der den Ball über die Linie drückt. Doch jetzt endlich mal wieder Leipzig. Beljavski mit einem gut geteilten Ball in die Spitze. Stadel mit dem Kopf. Zaug ist überrascht. Nur noch 3:1, 3 Minuten nach dem 3:0. Maddox Stadel stellt den alten 2-Tore-Abstand wieder her. Perfekt getimter Ball von Beljavski und dann ist Zaug da einfach überrumpelt im Tor. Leipzig schlägt zurück, doch das ist nicht von langer Dauer. Erneute Ecke für TB und diesmal kann sich Eisfeld auszeichnen nach dem Schuss von Sentürk. Dann ist Eisfeld erneut im Mittelpunkt. Sentürk mit dem Schuss und dann kann er nur klatschen lassen. Beresch mit dem Doppelpack zum 4:1. 62. Minute, die Entscheidung in der Partie für Tennis Borussia. Danach kam Leipzig nicht mehr zurück und TB setzt sich am Ende verdient mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Das war ein super intensives Spiel auf einem Platz, der eigentlich wahrscheinlich 60 bis 70 Minuten eigentlich nicht zu bespielen war. Wo es dann sicherlich auf Mentalität, Bereitschaft, Engagement ankommt. Und ich glaube, das haben wir heute einfach besser gemacht als der Gegner und es dann auch zu verdient über die Bühne gebracht hinten raus. Tatsächlich war es nach dem 3:0. Ja, dann kam relativ schnell aber das 3:1. Dann war ich noch mal kurz ein bisschen unsicher. Aber das 3:1 war einfach gut gespielt, das muss man dann auch mal attestieren. Grundsätzlich war es aber so, dass wir schon das Gefühl hatten, dass wir über die Zeit hinweg die bessere und aktivere Mannschaft waren. Und dann war es nach dem 3:0, auch wenn es 3:1 gefallen ist, hatte ich nie die Angst, dass wir jetzt noch 2 Tore fallen können. Und das war dann sozusagen auch der Schlüsselmoment, wo ich sage, oh, jetzt haben wir es in der Tasche. Tennis Borussia baut den Vorsprung auf RB Leipzig aus. Hertha BSC kann auch nachziehen. We'll be right back.